Hallo liebe 6b, heute kommt das nächste Mathe-Video und dafür braucht ihr folgende Sachen: Euer Matheheft, ein Geodreieck, das Mathebuch, einen Bleistift, weitere Stifte und jetzt zwei Sachen, die nur optional benötigt werden. Und zwar zum einen das Arbeitsblatt, das ihr in den Dateien oder im Anhang der E-Mail findet. Das sieht so aus. Und wenn ihr das Arbeitsblatt ausdrucken könnt, dann braucht ihr auch noch einen Kleber, denn ihr müsst das Arbeitsblatt später ins Heft einkleben. Falls ihr das Arbeitsblatt nicht ausdrucken könnt oder nicht ausdrucken möchtet, dann könnt ihr auch einfach den Teil vom Arbeitsblatt ins Heft übernehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dann müsst ihr eben ein kleines bisschen mehr abschreiben. Aber da das Arbeitsblatt ja gar nicht so groß ist, bekommt ihr das sicher dann trotzdem in kurzer Zeit hin. Gut, damit es für mich ein bisschen einfacher ist, habe ich das Blatt mal ausgedruckt. Ihr müsst es natürlich auf gar keinen Fall farbig ausdrucken und ihr seht, ich hatte hier auch einen kleinen Fehler, den habe ich korrigiert, aber ihr habt von mir schon die richtige Version bekommen. Das heißt, bei euch steht hier 128 Gramm. Da müsst ihr gar nichts mehr verändern. Gut, die Frage oder das Arbeitsblatt behandelt diese folgende Aufgabe. Steffi kennt ein Rezept für 8 Muffins. Für ihre Geburtstagsfeier möchte sie aber 25 Muffins backen. Sie überlegt nun, wie viel Mehl sie benötigt. Um diese Aufgabe lösen zu können, fertigen wir eine solche Tabelle ab. Die könnt ihr jetzt einfach an euer Heft mit Bleistift zeichnen, falls ihr das Arbeitsblatt nicht habt. Okay, in der ersten Zeile können wir lesen, für 8 Muffins benötigt sie 128 Gramm Mehl. Und genau das tragen wir jetzt hier mal ein. Wir tragen ein 8 Muffins und 128 Gramm Mehl. So, jetzt überlegt Steffi, wie viel braucht sie denn dann für 25 Muffins. Das heißt, ganz am Ende in unserer Tabelle wollen wir hier unten 25 Muffins stehen haben. Und hier rechts soll dann stehen, wie viel Gramm Mehl sie benötigt. Wie kommen wir jetzt aber von 8 auf 25? Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Proportionalität, an die Tabellen. Da haben wir hier immer so einen kleinen Pfeil hingeschrieben, haben überlegt, mit was müssen wir 8 multiplizieren, um auf 25 zu kommen, haben das an der Seite auch gemacht. Jetzt habe ich aber das Problem, ich komme von 8 nicht auf 25, denn 25 liegt nicht in der 8er-Reihe. 8, 16, 24 liegt in der 8er-Reihe, aber 25 eben nicht. Tja, jetzt haben wir ein Problem, aber wir können jetzt den sogenannten Dreisatz benutzen. Und zwar, wie versuche ich nicht direkt von 8 auf 25 zu kommen, sondern ich nehme einen Zwischenschritt. Und zwar rechne ich von 8 Muffins einfach mal auf einen Muffin runter. Das heißt, was mache ich, um von 8 auf 1 zu kommen? Ich teile diese Seite durch 8. Und wenn ich diese Seite durch 8 teile, muss ich die Seite einfach auch durch 8 teilen. Und dann weiß ich gleich, wie viel Mehl ich für einen Muffin brauche. Also muss ich jetzt rechnen, 128 geteilt durch 8. Wenn man das im Kopf nicht hinbekommt, kann man einfach hier daneben eine kleine Nebenrechnung machen. Ich mache die mal mit Bleistift. Nebenrechnung 128 geteilt durch 8, das rechne ich kurz schriftlich aus. 12, 8 geht in 12 einmal rein, einmal 8 ist 8, bleiben 4 übrig, 12 minus 8 ist 4. Hole ich mir die 8 dazu, 48 geteilt durch 8 ist 6 mal, denn 6 mal 8 ist 48. So, bin ich fertig, weiß ich also. Für einen Muffin brauche ich 16 Gramm Mehl. So, wie kommen wir jetzt von dem einen Muffin mit 60 Gramm Mehl auf die 25 Muffins, damit wir wissen, wie viel Mehl
muss Steffi nehmen, wenn sie 25 Muffins backen möchte? Ja klar, von 1 auf 25 komme ich, indem ich die linke Seite mit 25 mal nehme. Und das, was ich auf der linken Seite mache, muss ich auch auf der rechten Seite machen. Also muss ich 16 Gramm Mehl mit 25 multiplizieren. Und dann weiß ich gleich, wie viel Mehl sie braucht. Auch das kann ich wieder in einer kleinen Nebenrechnung machen. Ich rechne einfach 16 mal 25. Das mache ich auch wieder mit Bleistift hier daneben. Also, ich fange mit der 2 an, deswegen schreibe ich unter die 5 die 0. Ich rechne 2 mal 6 ist 12, übertrage 1. 2 mal 1 ist 2 und die 1 dazu macht eine 3. 5 mal 6 ist 30, schreibe 0, übertrage die 3. Einmal 5 ist 5 plus die 3 macht 8. Muss ich beide Zahlen addieren und dann sehe ich, ich komme auf 400. Das heißt, für 25 Muffins braucht Steffi 400 Gramm Mehl. Also füllen wir doch mal noch die Zeilen hier neben unserer Tabelle aus. Wir wissen, für 8 Muffins benötigt sie 128 Gramm Mehl. Für einen Muffin benötigt sie, oh, ist ein bisschen kurz die Zeile, 16 Gramm Mehl. Ich quetsche es mal hier darunter. Jetzt schreibe ich schon kleiner und wir wissen ganz am Ende, für 25 Muffins braucht sie 400 Gramm Mehl. Benötigt sie 400 Gramm Mehl. Und dieses Vorgehen, wenn wir eine Aufgabe rechnen, bei der zwei Größen zueinander proportional sind mit so einer Tabelle, dieses Verfahren nennen wir Dreisatz. Woher kommt der Name Dreisatz? Die Zahl 3 kommt daher, weil ich 1, 2, 3 Zeilen habe. Ich habe meine Anfangszeile, dann rechne ich runter auf 1, also auf einen Muffin, und dann kann ich von diesem einen Muffin beliebig viele Muffins berechnen, denn ich muss dann ja immer 1 mit der jeweiligen Zahl multiplizieren. Ich könnte also zum Beispiel auch berechnen, wie viel Mehl brauche ich für 17 Muffins oder für 190 Muffins. Jetzt, wenn ich so weit bin, kann ich die benötigte Mehlmenge für jede Muffins berechnen und dann habe ich eben immer 1, 2, 3 Zeilen und das nennen wir Dreisatz. Deshalb halten wir mal gemeinsam fest, bei einem proportionalen Zusammenhang zwischen zwei Größen brauche ich das Geodreieck, wenn ich unterstreiche. Und Achtung, hier kommt gleich noch so eine Dreisatztabelle rein. Das heißt, wir müssen hier noch Platz für eine Tabelle lassen. Bei einem proportionalen Zusammenhang zwischen zwei Größen schließen wir mit dem Dreisatz von einem Vielfachen auf ein anderes Vielfaches. Und hier unterstreichen wir das Wörtchen Dreisatz. Gut, wir schauen uns
hier in diesem Kasten noch mal was anderes an. Dafür zeichne ich jetzt eine Dreisatztabelle und ich zeige euch mal, wie man die schnell zeichnet, damit man das nicht so aufwendig machen muss wie hier. So eine Dreisatztabelle oder auch Proportionalitätentabelle genannt, die sollte schon ordentlich sein, aber die muss jetzt auch nicht wunderbar perfekt aussehen und es reicht uns, wenn wir einfach einen Mittelstrich ziehen und zwei Querstriche, denn jetzt habe ich auch eins, zwei, drei rein und kann den Dreisatz hier reinschreiben. Okay, wir fangen an mit dem Beispiel, dass. Okay, wir fangen damit an, dass 5 Brezeln 3,25 € kosten. Und ich möchte jetzt wissen, wie viel kosten 3 Brezeln? Also die Frage ist jetzt, wie komme ich auf den Preis von 3 Brezeln? Okay, wir nehmen uns den Dreisatz zur Hilfe und rechnen das Ganze auf eine Brezel runter. Also, wenn ich von 5 Brezeln auf eine Brezel kommen möchte, muss ich 5 geteilt durch 5 rechnen und erhalte 1. Das bedeutet aber auch, ich muss 3,25 € geteilt durch 5 rechnen. Ja, und wenn ich das nicht im Kopf hinbekomme, kann ich das auch einfach wieder als Nebenrechnung immer neben die Dreisatztabelle schreiben. Vielleicht mit einem Bleistift die Nebenrechnung machen. 3,25 € geteilt durch 5 rechne ich. Wie oft geht die 5 in die 3? Das ist 0 mal. Und 0 mal 5 ist 0. Jetzt hole ich als nächstes nicht die 3 nach unten, sondern insgesamt die 32. Weil ich jetzt aber über das Komma gegangen bin, muss ich hier im Ergebnis auch mein Komma setzen. Ich überlege mir, wie oft passt die 5 in die 32? Das ist 6 mal, denn 6 mal 5 ist 30. Rest 2, hole ich die 5 dazu. 25 geteilt durch 5 ist 5, denn 5 mal 5 ist 25. Fertig. Also weiß ich, eine Brezel kostet 65 Cent oder 0,65 €. So, wenn ich jetzt von einer Brezel auf drei Brezeln kommen möchte, muss ich mal 3 rechnen. Das heißt, ich muss auch die linke Seite mit 3 multiplizieren. So, jetzt muss ich also die 65 Cent mit 3 multiplizieren. Das machen wir jetzt mal im Kopf. 60 Cent mal 3, 0,6 mal 3 wäre 1,80, 1,8. Und 5 Cent mal 3 sind 15 Cent. Also habe ich 1,80 plus 5. Plus 0,15 macht 1,95 €. Und dann kann ich auch mein Ergebnis, das ich haben möchte, hier in der Dreisatztabelle nochmal unterstreichen. Denn ich wollte ja wissen, drei Brezeln, wie viel kosten die? Und da kommen wir auf 1,95 €. Gut, im nächsten Video zeige ich euch gleich nochmal, wie man ein paar Aufgaben zum Dreisatz rechnet. Falls ihr das jetzt auch in das Arbeitsblatt eingetragen habt, dann bitte jetzt die Schere schnappen, das einmal hier ausschneiden rundherum und ins Heft einkleben. Wenn ihr es sowieso schon ins Heft abgeschrieben habt, dann müsst ihr jetzt nicht mehr schnippeln und kleben, dann seid ihr fertig und könnt mit dem zweiten Video starten.